Herzlich willkommen hier bei Runde 2 des Fnatic Turniers. 10 Jahre COH1. Fnatic Turniers, des Neujahrsturniers. Ja. Sorry, das war jetzt nicht ganz konkret. Hoster Taube ist mit mir dabei. Wir nehmen das jetzt direkt aus dem Livestream heraus. Und ja, das ist jetzt Spiel Nummer 2 zwischen den beiden. Das erste hat Schwarzwolf gewonnen. Schwarzwolf also hier im Moment, ja, mit 1-0 vorne. Jetzt sind wir gespannt, wie das Spiel endet. Ja. Good luck, have fun. Beide kennen sich persönlich. Beide haben in Runde 1 sogar zusammen ein Spiel gecastet. Ja. Das ist ganz gut zu wissen. Ne? Das heißt, die verstehen sich auch so. Ja. Das ist Community. Aber natürlich, während des Spiels ist die Competition an erster Stelle. Da wird sich nichts geschenkt. Das haben wir auch im letzten Spiel gesehen. Und das finde ich gut. Ja. Und was sehen wir hier? Standarderöffnung, 2 Pio Start. Ist übrigens interessant, dass er mit dem zweiten Pio da als erstes rechts unten cappt. Ist das normal, Fnatic? Ich denke nicht, oder? Das ist einfach Geschmackssache. Ist halt sehr, sehr defensiv. Gerade für einen Amerikaner. Der ist normalerweise doch deutlich weiter vorne. Ja, dafür zieht er den anderen. Es ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Es gibt auf jeden Fall einige Spieler, die auch der Ansicht sind, auch als Amerikaner defensiv spielen zu wollen, aber die meisten sind halt dann doch eher weiter vorne und sagen sich, okay, ich habe diesen Punkt da und den wird mir niemals irgendjemand klauen, den kann ich auch später noch holen, wenn mir langweilig ist. Und ja, was ich vorne habe, habe ich, das ist schon mal was. Die Wehrmacht spielt eben ein bisschen defensiver, kommt vielleicht gar nicht mehr an den Punkt ran, weiß der Teufel, auf jeden Fall dran drauf drüber, immer schön nach vorne rennen. Also ich hole den persönlich auch lieber zeitig, weil den hat man erstmal sicher, ne? Ich sage immer, was man hat, das hat man, ja. Gut, ist Geschmackssache, wenn du ach das ja machst. Too strong for you aus dem Twitch-Chat fragt uns, ob das nicht Videopiraterie ist, wenn wir das Video direkt aus dem Stream nehmen. Nein, das ist es nicht. Wir nehmen das nämlich selber auf, ja. Hier nochmal an und der vor Stelle. Allen Dingen casten wir ja gerade mit Fnatic zusammen, also da müsste ja schon rechtliche Schritte einhalten. Das wäre ich mir nicht mal sicher, wie da, bei wem da das Urheberrecht wie zuschlägt. Ja, auf jeden Fall schlägt jetzt erstmal das MG zu. Schwierig. Ja, nicht schlecht, gut aufgebaut. Sauber hat gemacht, eigentlich sehr schön gepasst. Perfekt. Einige hat auch noch perfekt schnell genug seinen Rifleman zurückgezogen, ohne dass er gepinnt wurde. Ja. Schönes Zusammenspiel auch mit dem Volksgrenadier. Jetzt geht er ins Haus, das ist auch ganz nett. So. Jetzt schießt wahrscheinlich das MG aufs Haus. Und da links wurde genug Schaden gemacht, dass der Pio jetzt auch auseinandergenommen werden kann. Der jetzt gerade. Wow, das ist echt heftig, wie viel Schaden er nimmt, wenn der am Anlaufen ist. Okay. Nicht mehr feierlich. Was der für Schaden nimmt, Mann. Ja. Vielleicht sehen wir ja ein Pershing, schreibt Amaro. Was? Amarorgan? Ach, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Amoraga. Ja, klar, ich doch. Ich hoffe es auch, aber ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt. Mir ist irgendwie ist kein zu Ohren und zu Augen gekommen, dass der Pershing im One-on-One ein sehr rares Kampfgerät ist. Die Manpower ist hier nicht angezeigt, weil wir die Manpower von Schwarzwolf tatsächlich nicht sehen. An der Art und Weise, wie die Zuschauermaps funktionieren. Ihr würdet hier hypothetische Ressourcen sehen, die ich als imaginärer Spieler hätte. Und deshalb zeigen wir die gar nicht erst an. Die sind eh falsch. Absolut. Ja, vielleicht nochmal zum Spiel ganz nebenbei. Fireblade kann jetzt zumindest mal ein paar Kämpfe für sich entscheiden. Er wird jetzt sich damit auseinandersetzen müssen, wie er den Rifleman aus dem Haus rausbekommt. Aber er muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, oh, nicht den PO verlieren. Ja. Weil im Moment ist er ein bisschen arg passiv. Für einen Wehrmachtler reicht das nicht, was er im Moment an Territorium kontrolliert. Braucht er nicht viel, aber ein bisschen was schon. Oh, jetzt wird er flankiert werden. Schön gesehen von Schwarzwolf. So, bringt mal rüber bitte, Buhn. Da drüben gibt's nichts zu sehen. Da haben wir nur das andere Maschinengewehr, also hier Doppel-MG. Ja, ziemliches Standardspiel der Wehrmacht. Die Typen hier kriechen immer noch. Ja, jetzt sind sie wieder einsatzbereit. Richtig. Und dabei das MG zu flankieren, aber das hinten dreht sich schon um und der Sniper ist auch da. Ja.
Wobei, das dreht sich. Sniper ist auch wichtig, um die Häuser leer zu räumen, aber das ist ja das Problem. Ist. Und da gibt's in der Tat. Da, aber, ja. Oh, das kann auch mal richtig doll in die Hose gehen. Und mit etwas Glück ist das hier schon. Ich hatte sehr viel Glück gehabt, dass er hier tatsächlich noch rausgekommen ist. Sieht nicht wirklich toll aus. Das Problem ist natürlich jetzt auch, was Fireplate hat mit Maschinengewehren, greift sich nicht so ganz gut an. Und das ist genau das, was er jetzt tun muss. Denn so kann die Situation nicht bleiben, wie sie im Moment ist. Das wird nicht funktionieren. Ja, also was wir sehen, ist ein relativ gutes Capping und relativ starkes Early Game vom Amerikaner. Ziemlich. Viel mehr geht eigentlich nicht. Also hat er. Gut, da links ist natürlich noch ein bisschen was zu erobern, aber grundsätzlich hat er ja schon mal irgendwie so ziemlich alles, was man von der Karte haben kann. Er konnte den Cutpoint noch spaßesweise holen, aber der cuttet eh nichts mehr. Insofern gesehen ist das auch egal. Also noch mehr geht eigentlich kaum. Ja, 3 Punkte hat er bald. Und das tickt natürlich ganz schön gegen die Wehrmachtspieler an der Stelle. Ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Mittel, um den jetzt unter Druck zu setzen. Der Wehrmachtspieler muss natürlich jetzt wieder kontern, muss natürlich jetzt wieder pushen. Ja, das und muss er eh wegen den Gebieten, wenn man es das anguckt, richtig. Da ist nicht viel da. Ja. Ein Fuel hat er aktuell noch auf der linken Seite. Rechts holt er jetzt ein mit etwas. Er ist jetzt wieder dabei, drauf und dran etwas zu cappen, aber die Frage ist, wie lange schafft er das zu halten? Und da kommt der Jeep. Das ist, ich würde fast sagen, die Einheit des Turniers. Die wurde bisher relativ häufig sogar gebracht. Ja, verhältnismäßig. Ja, verhältnismäßig. Und da sind wir gespannt, wie er den einsetzt. Wahrscheinlich als, zusätzlich als Mittel will halt den Scharfschützen umbringen, aber das wird nicht ganz einfach werden. Aber ansonsten ist derzeit das ganze Spiel relativ ruhig. So, er traut sich da auch nicht mit dem Jeep vor, was auch vernünftig ist. Ja, jetzt aber sehr schön, dass Fireplay die Gelegenheit ausnutzt und sich hier ein bisschen mehr ausbreitet. Das muss er auf jeden Fall auch machen. Kann jetzt auch auf den Cutpoint gehen. Sollte dann allerdings, wenn er jetzt nach vorne geht mit den Volkskommandieren, nicht vergessen, dass er sein Maschinengewehr auch mitbringt. Zum Beispiel in das vordere Haus umziehen oder so ein bisschen hinstellen und warten, um es dann passend aufbauen zu können. Also nicht diese Kombinationen und Einheiten auseinanderziehen, die er da hat. Ja, in der Tat. Ich schau mal eben in den Chat. Too strong for you. Da schreibt ihr ganz fleißig. Er hat gehört, dass Medicus Anwalt ist. Und mit dem sollst du dich kurz schließen, Fanatic, und mal nachfragen, wie man die maximale Kohle aus uns ziehen kann. Also der Punkt ist einfach, er steht noch darunter. Er studiert Jura im 5. Semester. Also wenn man im 5. Semester fast Anwalt ist, ja, dann da ist noch ein längerer Weg, aber ja. Ja, ich bin dann eigentlich auch schon CIO. Das wissen viele gar nicht, aber das ist so. Bitte? Schöne Ausstellung jetzt, die er da gehabt hat mit dem Maschinengewehr. Also es war wirklich schön. Jetzt muss Schwarzwolf halt aufpassen, dass er nicht in diese klassische amerikanische Falle rennt und zu sehr reinrennt, ohne dabei wirklich Schaden zu verursachen. Die klassische Sachsenfalle. Könnte jetzt da sein, diese Situation. Aber er hat auf jeden Fall schon mal die Ressourcen ganz gut genutzt. Ich würde mal so sagen, vom Feeling her kommt dieser M8 dann relativ zeitig. Und dann wird halt die Frage sein, hat Fireflight schon ein paar Minen gelegt? Hat er schon eine Panzerabwehrkanone? Kann er das also irgendwie wunderschön bekämpfen, diesen M8? Ich denke mal, da wird schon was da sein. Ne? Also so ein T2 rauszuhauen. Oh, aufpassen mit dem Volks. Nicht das Positive. Wow. Also, ich weiß nicht, was er jetzt hier vorhat. Also da charge er jetzt knallhart rein, sollte aufpassen. Ja, und das kann echt in die Hose gehen. Ich glaube, sowas geht auch in die Hose, wenn wir uns das anschauen. Das ist ganz cool, dass er das MG jetzt mit dem Jeep flankiert hat. Das Problem ist halt, er will den Faust. Da ist wieder ein Volks, der kriegt zu doll auf den Sack. Ja.
Ja, der will und wird den Schildfaust. Das ist schade, der hat da zurückgehen. Hätte ich nicht gedacht, aber da kam natürlich der Einwegpanzerfaust geflogen und damit ist der Jeep Geschichte. Und was sind wir hier? Ein M8-Panzerwagen. Und jetzt hoffen wir, dass da was dagegen da ist. Jetzt wurde die Panzerschreck schon mal gefeuert. Das heißt, eventuell ist nicht mehr ganz so viel. Hat er die Panzerschürzen? Da. Nein, hat er nicht. Also das kommt ist gleich, noch, wenn er noch ja, ist. Ja, gut. Der kurft ja noch ein bisschen durch das Hinterland. Ja, der beleidigt doch hier nicht das kleine Almanach des Hostertaubischen Panzerkunst. Ne? Der bringt natürlich sofort die Panzerschürzen. Ja, richtig. Ich sage, ohne die Panzerschürzen mal schauen, seine Macht keine ich Macht. Auch. Ja. Aber sich auch das MG gönnt. Ja, natürlich. Dann wäre ja, das im Boss vom Taubestil. Das mache ich auch, wenn man erstmal 100 Muni in den M8, ja. Ja, und dann erstmal die gegnerische Base. Der ist das flankiert. Mhm. Und er legt ja extrem offensiv eine Mine. Das geht überhaupt nur gut, weil das Maschinengewehr sich in diesem Moment abgebaut hat. Ja, und jetzt, ich glaube, da ist tatsächlich keine Pack. Ach, das MG ist tot. Das sieht echt nicht gut aus, das tut mir schon leid, tut mir schon weh. Nimmt das mit. Und jetzt verliert er vielleicht sofort. Macht er nicht, nee, den verliert er nicht. Der kommt raus und das MG. Doch, den verliert nein, er. Nein, der kommt gibt's nicht gar raus. Nicht. Und damit tauscht er einen Rifleman gegen ein MG. Das auch noch vom Feind ist. Also im Grunde tauscht er einen Rifleman gegen zwei MGs. Ja? Im Prinzip killt er ein gegnerisches, kriegt ein eigenes. Lustig. Ist auch der Pionier, der hat die ganze Zeit lang unbeteiligt mittendrin gestanden, ein bisschen auf die Fresse bekommen, aber Leben tut er noch. Ja. Also das war ganz gut. Schön auch die M8-Mine hier, ich weiß nicht, ob das tatsächlich die allerbeste Idee war, ehrlich gesagt. Das ist ein teures Vergnügen. Mal schauen, ob jemand reinrennt. Ja, Scharfschütze wäre natürlich zu bevorzugen, aber... Ist aber ein schnelles Vergnügen. Ist die da unten an dem Punkt eigentlich auch vom M8 gelegt worden? Nein, das ist eine normale. Okay. Ja, jetzt ist er mich ein bisschen sehr offensiv. Könnte er vielleicht mit seinen. Na gut, er hätte den Sandsack nutzen können, oder? Ah, hat er wirklich einen Flammenwerfer ausgegeben auf dem toten Pioniertrupp? Wow, okay, gut. Kann man machen, muss man aber nicht. Nach wie vor schöne viele Minen. Übrigens von Schwarzwolf, also König der Minen. Der Sonderpreis geht an ihn in diesem Turnier. Der Sonderpreis geht an ihn. Gibt's eigentlich Preise? Der sogenannte Minenkönig. Gibt es eigentlich Preise also, fürs Wenn du die Flasche Alpecin noch hast, dann wir die. Die haben wir tatsächlich noch. Die habe ich noch im Paket original verpackt, seitdem sie mit der Post zurückgekommen ist vor 3 Jahren. Habe ich die nicht wieder ausgepackt. Die ist also nach wie vor. Er hat das MHD wahrscheinlich langsam überschritten, aber die Flasche selbst ist im guten Zustand. Ja. Absolut, ja. Also theoretisch könnten wir die ja noch verschicken. Auch praktisch wäre das möglich. Und ich denke, für einen Zweitplatzierten wäre noch so ein Toolbar-Paket, wie wir das bei einem von unserem Turnier mal hatten, drin. So mit 100 Toolbars für einen Browser. Achso. Lustigerweise habe ich mir dieses Video neulich angesehen. Ich musste so lachen. Bei dem Toolbar-Paket? Ja, das ist schon cool. Ich kann das ja vorher schon, das Level. Das ist halt einfach so geil. Es gibt bestimmt Menschen, die das wirklich machen oder gemacht haben. So, ja, jetzt ist er sich ein bisschen unsicher, was er hier eigentlich töten möchte. Ja, und welche Mine er als erstes das ist, ja. Da haben wir die Mine geräumt, erfolgreich geräumt. Richtig. Der menschliche Minenräuber ist immer noch der billigste, ne? Richtig, einfach ein Bio-Räum. Sani-Bunker ist mittlerweile ein Thema hier, das funktioniert, da wird schon fleißig eingesammelt, wir haben gleich einen Grenadier dann auch. Und hier ist schon wieder ganz, ganz tief in der Flanke ein Rifflemann. Und dann, der Scharfschütze muss tatsächlich aufpassen. Der muss aufpassen. Das MG auch. Auch bitte nicht noch ein MG verlieren. Gleich haben die Amis mehr MGs als die Deutschen. Und dann nimmt er noch... Aua, und da verliert er noch mehr wahrscheinlich. Oi. MG tot ja, und da geht eventuell noch der Volks drauf mit etwas Pech. Nein, ich glaube nicht. Hoffentlich verliert er die Packen. Nicht, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ja, das ist aber sehr, sehr wahrscheinlich auch, dass er die verliert. Ja, und jetzt würde ich einfach mal dem M8 in die Base fahren und dort einfach mal ein paar Granaten, Minen legen. Ja, das könnte es schon gewesen sein. Das macht er ja eigentlich genau richtig. Also er geht jetzt tatsächlich auch vor. Er hat gesehen, die Pack fährt weg. An der Stelle kann nichts passieren. Er hat auch keinen Minensucher, legt jetzt eine Mine dran.
bitter wäre, wenn die jetzt explodiert und den M8 mitnimmt. Ja, das, das hätte bei dem Flammenwerfer passieren können. Nee, aber die Frage ist jetzt, hat er das gesehen, dass da eine Mine gelegt wurde? Jetzt geht nämlich der Pio also, da rein und... Oh, der steht 1 Millimeter davor. Oh, ja, mal gucken. Oh, ja. Weg. Nee, die packt noch da. Was mit dem Pio ist, das wissen wir nicht so genau. Ja, aber wenn er die jetzt besetzt, das bringt ihm gar nichts, wenn wir uns das hier genau anschauen. Deswegen wählt er auch den Weg der Panzerfaust. Und besetzt die Pax jetzt sofort. Und jetzt wird sie zerstören. Nee! Motor. Ah, eine deutsche Mine an der Stelle. Da ist die ganze Zeit dran vorbeigefahren. Komm, einmal noch. Hab ich jetzt auch gewundert, hä? Holt komm, er los, da den M8 noch? Ja, halt! Ja, den jawohl! Der war ja komplett entmotorisiert. Wahnsinn. Und kriegt alles raus an der Stelle. Also schön gemacht. Und ich glaube, da hat der Deutsche gute Chancen, wieder ins Spiel zu finden. Gerade mit diesem Zombie-Bunker, wo jetzt auch der erste Grenadier rauskam. Hm. Ja, tolles Ding. Mal schauen, ob ihm das auch auffällt. Infanterie hat begonnen. Mal schauen, ob ihm das auch auffällt, dass da jemand aus dem Bunker gekrochen ist. Nicht, dass er das übersieht. Na, da ja, hier wird jetzt auch relativ zeitnah an hier gebaut. Das ist gut. Richtig, gute Sache. Auch relativ so, offensiv. Wo will jetzt der Grenadier hin? Der, der will eine Nate werfen. Und die tut vielleicht weh, die haben sie. War. Der Gedanke war nicht schlecht. Ja, genau. Der Gedanke war so. Er hat sich ja, es war auch top, dass er die in den Lauf geworfen hat. Ja, und der hat angenommen, dass er sich zurückzieht. Und da haben wir auch einen Ami-Sniper. Der war auch sehr merkwürdig geworfen, die Nate. Ja, der geht davon aus, dass sich jemand... Ohoho! Es könnte ein Kontosniper. Nee, jetzt läuft doch natürlich der Schützentrupp rein. Da geht der da. Oh, eine Bar. Das ist ein Moment für einen Bar-Pop. Ganz, ganz übel, wo die eigenen Einheiten gerade auf dem Retreat sind und dann poppt die Bar. Das ist so das Worst-Case-Szenario. Am besten noch direkt einen Full-Unit-Kill bekommen und 2 liegen lassen. Das konnte man natürlich sagen mit dem Bar-Drop, damit hätte keiner gerechnet, ne? Mit dem Retreat ist es da. Nicht mal die Deutschen, die das dann aufgesammelt haben. Ja, aber ihr seht jetzt, die Kampfkraft von dem Deutschen, die ist so am Ende, dass das sogar noch ausreicht, wenn er 2 Mal mit einer Bar reingerannt kommt. Ich muss sagen, das erbeutete deutsche MG macht ja auch ganz gute Arbeit. Das ballert da drauf mit dem letzten Dingchen hier, was es hat. Ja, also das ist natürlich schon ein kleines Problemchen, ne? Weil auch das will erstmal ein bisschen irgendwie bekämpft werden. Ja. Lass mich raten, jetzt kommt eine Granate. Nee, befehlt, okay. Geht der Pionier in das Haus rein und verschafft dieses Haus Sichtweite. Ist sehr beliebt, hart umkämpft. Ich glaube, das ist das beste Haus hier auf der Karte. Ne, ne, das hier, da links, ne? Ne, ich glaube... Also ich, das finde ich schöner, das hat hier wunderbar... Das sind die gleichen Häuser, glaube ich sogar, oder? Ja, sind sie auch. Ja, stimmt. Aber das links, pass auf, das hat, glaube ich, irgendwo hier so ein Auto, genau. Ja, pass auf, das hat ein landschaftlich viel reizvolleres Klima. Ja, genau, das ist viel besser in das Ensemble. Aber sogar eine Wäscheleine, guck mal, da hängt sogar hier eine Schlüpper. Ne? Ist es nicht fein? Klasse. Nee, hängt gar keine Schlüpper. Nee, nur Socken. Was und ist denn eigentlich das hier da? Das weiß ich auch nicht. Ja. Hosters Haus. Das ist Hosters Haus. Da, hängt, auch ein richtig da hängt die Wäsche für den nächsten Monat schon draußen. Ja, ja. Reicht ja auch für einen Monat. Ja, reichen, muss reichen. So. Also die Kommentare werden so langsam wirr, da komme ich nicht mehr hinterher. Ich auch nicht, ist auch völlig egal, lass zum Spiel zurückfinden. Also hier, da geht es um Schnitzel, Käse und Goliaths, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, oh, jetzt hat er die M8-Mine gefunden. Da liegen den Haufen. Ja, geh mal hoch da, mit Karte mit und... Nee, der mit Flammenwerfer hat er da gestorben. Der Rifleman. Aber wenn man uns die Infanterie anguckt, die der Deutsche da mittlerweile hat. Ein heilloses Durcheinander. Wahnsinn. Oh, den zieh doch zurück. Wahrscheinlich sterben hier der. Nee, der schafft das doch nicht. Der absolute Minimalist. Der muss bis zum letzten Mann kämpfen. Genauso wie drüben. Und die Pack wird wieder angezündet. Jetzt besetzt er die Pack wieder. Ja, das war der letzte Artillerieschlag. Der soll das richten. Oh, hier. Yeah.
Und die nächste packt fett direkt rein. Das ist natürlich nicht gut. Ja, die kriegt er noch zurück. Ja, aber die eine Pack ist natürlich weg. Ja. Oh, und der Counter-Sniper. Der lebt noch. Ich dachte gerade, der wäre gestorben. Nee. Karte hast du rausbekommen. Knapp. Ein Micro hier, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich frage mich wirklich ganz ehrlich, was will der Deutsche noch machen in naher Zukunft, wenn er gar keine Ressourcen mehr hat? Schwierig. Naja, mach Eier schreibt, so langsam wird der Chat richtig unterhaltsam, da ist gerade was los, ja. Vor allen Dingen wird gefragt, wo der M26 Pershing ist, und das frage ich mich halt auch, ne? Aber wir ja, wollen gucken, ja... Mal, da unten kommt, Infanterie-Doktrin. Ja, mich hätte es auch gewundert, wenn da was anderes käme. Aber das macht ja nichts, ja. Weil das Spiel an sich ist ja auch spannend. Da braucht nicht immer ein Pershing. Ja, na wobei, eigentliche Profis, die machen ja gegen DevDoc immer Pershing und hämmern dann auf diese Bunker ein. Sag mal, also der Punkt ist ja, wenn ein Pershing kommt, dann ist das Spiel nicht mehr spannend, weil dann ist das Spiel sowieso schon gewonnen für den Amerikaner, ja. Das nimmt jegliche Spannung. Es wäre ja wirklich mal schön, wenn er mit seiner Infanterie mal ein bisschen flankieren würde. Also die letzten paar Minuten erschöpfen sich so ein bisschen, dass er frontal in das Maschinengewehr rennt. Weniger gut. Was aber lustig wäre, wenn er auf T4 gehen würde und irgendwie Ritterkreuzzeug oder so bringen würde. Würde ich lustig finden. Nee. Ja, ich weiß ja nicht. Ritterkreuzträger, die sieht man echt fast nie. Wo sollen denn die Ressourcen herkommen fürs T4, ja? Vom Mond? Das ist das Problem, von der Mondbasis. Von der richtig. Mondbasis, auf der Rückseite des Mondes. Der dunklen Seite des Mondes. Ja. Ja, das Problem ist halt, er kriegt halt diese ganze Rifleman-Geschichte nicht wirklich in den Griff. Also die laufen hier immer wieder rein und bis kurz vor die Basis. Und, ja, in die eigene Auto. Ja, ja. Ja, das war gerade knapp, ja. Aber im Zweifelsfall, hey. Ja, da, Too Strong For You hat's verstanden. Er schreibt, Pershing so OP, dass ihn niemand spielt. Ja, siehste. Und damit hat er eins. Ja, recht. Genau. Außer Horst der Taube. Das ist im Prinzip der einzige Spieler der COA-Geschichte, der den wirklich braucht, um damit überhaupt zu gewinnen. Und der einzige Spieler der COA-Geschichte, der es schon geschafft hat, mit Pershing zu verlieren. So, jetzt ist aber wieder gut hier. Lass uns auf das Spiel uns konzentrieren und nicht nur auf den Pershing, ne? So. Eine ganz neue Perspektive. Richtig. Jedenfalls für Fnatic. Nein, da haut er die Arti mitten in den Block, anstatt damit mal diesen Bunker abzureißen. Das verstehe ich nicht ganz. Ich dachte, der haut die Arti mitten ins Nichts. Ja, da war auch den Bunker könnte er auch mit so einer also Pack abreißen. Jeder andere Spieler hätte oh, damit. Nate. Nicht schlecht. Ja, das war gut. Und wann kommen die Medics? Ich wollte gerade von Arti hier reden. Ja, aber kommen denn überhaupt Medics, wenn die Arti einschlägt und der Leib des Verwundeten quasi in Stücken dahin fliegt? Naja, wir haben das ja schon mal besprochen. Vier Arme sind ja auch wieder ein Mann, ne? Ja, es ist tatsächlich davon abhängig, welcher Critical da gewürfelt wird. Also Einheiten sterben ja in Company of Heroes grundsätzlich nur an Criticals. Und es gibt den, ich bin verwundet, lebe aber noch ein bisschen Critical. Und das sind die Jungs, die aufgesammelt werden können. Bei Adlerie wird er aber selten gewürfelt. Und deshalb, ja, liegen da halt dann irgendwelche Körperteile rum, was auch ein Critical ist, die dann nicht mehr zusammengesetzt werden können. Ah, und wer würfelt da jetzt? Der Typ in dem Kasten. Also der Affe, Relic. Der früher auch dafür zuständig war, dass die Server-Connection so gut funktioniert hat. Ach so. Der sitzt dann in so einem Metallkasten, der aussieht wie so ein Server. Und tut da immer so mit zwei, drei Würfeln hin und her würfeln. Richtig. So wird das gemacht. Und bewirft vorbeilaufende Company of Heroes-Spieler mit Exkrementen. Das ist so im Wesentlichen seine Aufgabenstellung. Im Radio sitzt ja auch ein ganz kleines Männchen, was die ganze Zeit singt, ne? Das ist ja genauso. Das wissen ja die wenigsten. Das wissen ja die wenigsten, ja. So, da ist wieder die Artillerie. Mine ausgelöst. Muss man nicht verstehen. Das ist doch sehr interessant, dass er sich entscheidet, diesen strategischen Punkt zu erobern.
statt die Siegesmarke zum Beispiel oder zu flankieren. Du erfasst das Gesamtkonzept nicht. Mit der strategischen Wegmarke dort weiter unten dann ist das ja ein Cut auf der gesamten rechten Seite, ne? War das ein Counter? Nein. Doch. Geh dich zurück in der Mitte, zurück. Ja, dankeschön. Und da ist er, der Sanitäter. Kommt er heil zurück. Die Lache hier. Ja, und er schafft natürlich. Und der nächste Grenadier ist raus, hier sehen wir's. Ja, da wäre es natürlich ein feines gewesen. Der Mörder selber richten. Ich habe schon so das Gefühl. Und da ist der Sniper. Und er hat die deutschen Sniper auf. Das war bestimmt beabsichtigt, genauso. Das war bestimmt Map-Hack. Er hat auch mittlerweile ein bisschen Bett 1 hier. Ja, ist ja gut. Nicht, dass er den auch noch klaut. Das wäre so ärgerlich. Da kommt jetzt die Nate. Und Bett 2. Oh je. Au, und er. Ja. Und damit ist er weg. Der ist auch noch weg. Oder? Ja, der ist weg. Ja. Und sogar der Typ hier ist gestorben. Das ist Wahnsinn. Was passiert eigentlich, wenn der Bunker zerstört? Ja, der verschwindet einfach jetzt. Ja, ich habe gerade so einen Sanitäter. Wenn der Bunker zerstört wird, verschwindet er einfach plötzlich. Ja. Ja, Affe, Carsten, Quinn Duffy. Ja, schreibt guck mal. Ich weiß nicht, aber Carsten klingt gut. So, jetzt geht die Adlerie auch in die Basis rein. Mangels anderer Ziele natürlich auch. Ja, direkt auf dem Eingang und so langsam wird's unangenehm. Ja, da hat's irgendwas zerrissen. Und es geht immer weiter. Also er hat da irgendwie gerade den Checkpot getroffen. Auf der anderen Seite hat Fireblade natürlich so viel Infanterie. Das stört ihn dann gar nicht mehr so, wenn ein paar sterben. Halb geheilt nach draußen schickt. Ja, der nutzt seine ganze Muni für die Nades. Und die Nades, die ist natürlich sehr gut. Der räumt ihn damit. Das hat er aber gesehen, wie die dort geworfen wurde. Der hat wahrscheinlich irgendwo hier oben seinen Sniper stehen und hat das gesehen. Also wie die Mine gelegt wurde. Ja, hier im Chat, da wird schon nach dem Ostwind gebettelt. Ja, ja, ein bisschen. Wie viel dürfte er mittlerweile zusammengekratzt haben? Entsprechend herkommen soll. Ja, auch vom Mond. Das hat man doch vorhin schon geklärt. Ja, es sieht insgesamt nicht so extrem rosig aus, wenn wir ehrlich sind. Extrem rosig ist jetzt leicht untertrieben, weil Gebiete hat er ja quasi keine mehr. Und jetzt kommt die Doppelpackung. Jetzt haben wir wieder das Problem wie vorhin. Das Wehrmachtsquartier ist so weit vorne gebaut, dass es von der Pack weggerissen wird. Das Problem ist halt. Wird mir eher Gedanken machen über die Adler, die jeden Moment wieder schießt. Die ist übrigens schon bei 3, hat schon 20 Kills. 3 Pumas. Wow, nicht schlecht. Also die hat sich gelohnt. Jetzt haben wir auch 2 Scharfschützen, das ist auch eine ganz gute Idee. Angesichts der russischen, deutschen Horde, die hier über das Feld rennt. Und da ist jetzt eine Pack. Also ganz ehrlich, wenn er das bis zum Ende durchzieht, dann müsste er eigentlich noch im Fett 3 geben. Ja, was gibt's da eigentlich? Boah, da guck dir den Rifleman an, wie er den zerhackt. Geil. Direkt an der Mine vorbei hier. Und so weit vorne war er schon lange nicht mehr. Ja. Gut gemacht. Und wenn er jetzt zufällig eine Nate hier auf diese Mine wirft, dann. Oder er rennt einfach rein, so wie jetzt. Oh, Retreat! Das ist einfach richtig aus Erfahrung. Ja. Infantry Lifecycling Management, das ist der Stichpunkt. Micro ist die kostbarste Ressource. Das große Problem ist auch, obwohl er tausende von Einheiten hat, lässt er sich mit dem Capping ein bisschen Zeit. Ja. Das ist wieder so eine Sache, weil da ist der Rifleman schon wieder und er hat auch einen MG dabei. Links zerreißt es gerade 2 Trupps, hat er in der Mitte 2 verloren. Oh, das habe ich auch nicht gesehen. Also ich hätte den auch verloren. GG! Ja, da kommt das GG. Oh, GG. Nee, oder? Der kann doch noch nicht auf... Nee. Ja, mal, er kann es. Er kann es und er tut es. Na, ich dachte nach dem Angriff jetzt, da das hat er schon ganz schön reingehauen. Ja, aber wahrscheinlich hat er nichts mehr gehabt danach. In der Tat. Das ist tatsächlich hier... Sehr, sehr realistisch anzunehmen. Also es hat ihm wirklich, was hat er da verloren? Er hat mal mindestens 2, 3, in der Basis hat er vorher noch einen verloren. Also er hat eine riesige Horde Grenadiere gehabt, aber so viele dann auch wiederum nicht. Aber immerhin 30 Minuten gespielt, richtig groß Panzer haben wir nicht gesehen.
Leider. Aber dafür einen Haufen Infantry Action. Ja, was mir gefehlt hat, war irgendwie so ein richtig schöner Counter-Sniper mal. Das hat irgendwie heute nicht so geklappt. Ach, Counter-Sniper werden völlig überbewertet. Ja, das ist halt auch relativ schwierig, ne? Nicht so leicht zu machen. Ja, klar. Also auf unserem Level schon, aber ne? So, damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze erstmal für YouTube. Das ist im Prinzip das zweite Spiel zwischen Fireblade CT und Schwarzwolf. Beide Spiele wurden von Schwarzwolf gewonnen. Das heißt, Runde 2 ist beendet. Runde 3, da werden wir dann sehen. Gibt's morgen. Gibt's morgen, ja. Gibt's morgen übrigens, ja. Das wollte ich noch sagen. Also, Runde 3, da geht's dann richtig zur Sache. Da spielen dann solche Koryphäen wie Schwarzwolf und hier die Kollegen, die wir vorhin gesehen hatten. Nicht Firefox, sondern ihren Käse. Du vergessen hast. Mhm. Käsehobel heißt er. Käsehobel, ein Käsehobel. Sehr gut. Genau. So viel dazu für YouTube an dieser Stelle. Macht's gut. Wir sehen uns wieder bei COA Overlord und beim Neujahresturnier Tag 2. Auf Wiedersehen.